So, hallo und ganz herzlich willkommen, ja, auch mit dem Leck hier zu einem neuen Video. Und zwar geht es hier heute, wie ihr wahrscheinlich im Titel gelesen habt, um die Diablo 3 Saison 7, beziehungsweise Season. Das ist natürlich meine Frage, nehmt ihr überhaupt dran teil, spielt ihr noch Diablo, weil das interessiert mich wirklich. Ich spiele es wirklich zu meinem Teil noch sehr gerne. So, machen wir mal ein paar Blöcke. Und deswegen stellt sich natürlich an mich die Frage, habt ihr überhaupt gespielt? Spielt ihr das noch? Und wenn nein, dann ist es euch zu langweilig geworden, könntet ihr mir das mal in die Kommentare schreiben. Das wäre für mich sehr hilfreich. Dann weiß ich nämlich endlich mal, ob ich da einzigste so bin jetzt in der Community, der noch Diablo spielt. Aber nee, auf jeden Fall für alle anderen, dieses kurze Zusammenfassung der Saison ist halt, da startet man von Null, die geht in der Regel 3 Monate. Und in dieser Zeit versucht man halt, oder spielt man sich halt wieder hoch. Das ist halt so ein kleiner Anschub für die, die halt alle schon haben, damit für die etwas spannender bleibt. Ich nehme jedes, sehr ist auch so weit runtergeflogen oder wurde runtergekickt. Das ist halt jedes Jahr ein Ansporn. Was heißt jedes Jahr? Das kommt ja mehr als im Jahr. Ja, das gab es halt schon 7 Mal. Am Ende gibt es natürlich auch immer solche, gibt es selbstverständlich immer, gibt's auch immer, was natürlich nicht fehlen darf, ein paar kosmetische Belohnungen, die zwar jetzt nicht extrem den Spielinhalt fördern. Okay, die Begleiter sammeln ein Gold auch, die es halt öfters mal gibt. Aber ich sehe das jetzt trotzdem mehr als kosmetisches Accessoire an, zumal weil sich ja so ein Begleiter theoretisch jeder erfahren kann überall. Holen wir uns mal schnell hier das Gold hier. Ja, toll wäre natürlich ein bisschen mehr Gold als einfach nur für mein Schwert halt vorzusorgen. Ich denke, die Höhe reicht, oder? Da ist mir jetzt runtergeschlagen, wenn wir das ähnlich so toll. So. Problem ist, ich kann mich da jetzt nicht. Ja, ganz toll. Ja, aber wenigstens habe ich ihn da mitgenommen. Das ist dann auch schon mal was, ne? Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viel Gold er hatte, aber ich habe ihn auf jeden Fall mitgenommen. Ist ja auch schon mal was. Das ich weiß, ist jetzt vielleicht nicht die Höchstleistung, die man erbringen kann, aber es ist immerhin was. Und ihr da ja jetzt gerade schöne Spielchen gebaut habt, so. Nein, auf jeden Fall würde mich das wirklich interessieren, spielt ihr das Spiel überhaupt noch, weil ich meine, mir persönlich macht es immer noch sehr viel Spaß. Gut, den sollte ich vielleicht da hinten empfangen, weil es da hinten leicht ist, ihn runterzuschubsen für mich. Ah. Schlagt euch doch gegenseitig runter. Meine Befürchtung ist, es ziemlich gleich runter. Ja, gut gelöst. So. Leider habe ich halt kein. Ja, komm, aber die Lederrüstung kann ich mir schon kaufen. Kein gutes Equipment bis jetzt, weil wir verpennt haben, schnell genug hinzukommen. Na ja, ganz toll, jetzt stellt der sich auch noch so arschig dahin, dass man hier gar nicht durchkommt. Ja, und die bauen da mal wieder Wegchen. Yeah. 19, das ist doch schon mal eine sehr schöne Zahl, um sich auszurüsten für die Mitte. Ja, das ist da runtergeflogen, aber hoffentlich aus eigenem Ding, so. So. Obwohl kann ich mir auch direkt. Und natürlich ein bisschen essen wir auch mit.
schwuppt sie mich mit dem ganzen Equipment darunter. Egal, das Bett ist jetzt eh weg. Und ja, dann würde ich sagen, war das jetzt mal eine sehr kurze Runde. Ich weiß, aber das ist vielleicht auch besser für diese Meinungsvideos. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr denn jetzt an der Diablo 3 Saison teilnimmt oder ob ihr das nicht tut, ob ihr überhaupt noch Diablo 3 spielt. Und wenn ihr bis hierhin geguckt habt, wäre es nett, wenn ihr mir ein Abo da lasst, denn darüber freue ich mich sehr und folgt.